dir du sitzt, mir vermeiden, du bist ja noch ein anderer. Ich wollte kurz feststellen, die wir von uns hier um dich sitzt. Und zwar ist das rechter Seite Pündels Nico, linker Seite für dich den Alain Schack und dann der Roger Schaus. Die drei sind Member bei uns am Wassergruppe und ehrenamtlich am Mouvement Ecologique aktiv, aufgrund von ihrem spezifischen Kenntnissen. An ihrem spezifischen Engagement, an der Schwerpunkt Schweber. Wie war die Pressekonferenz heute mit das so, dass du wirklich an mir hat das Wirtschaftsamt 20 Jahre gefeiert? Muss ich sagen, dass das Mouvement Ecologique sich auch lange für die Schaffung von dem Wasserwirtschaftsamt angesetzt hat, dass wir wirklich froh sind, dass es da ist und können sich nicht mehr vorstellen, dass es eine Struktur unter dem ökologische Vorstellung gibt, wo das Wasserwirtschaftsamt nicht mehr gehen. Das ist ein, wirklich eine wichtige Errungenschaft. Das war ja phasenweise beim Interieur angesiedelt. Ich meine, das waren nicht so gute Jahre. Aber es ist beim Umweltministerium so, dass das schon eine ganz wichtige Struktur am Land ist. Aber gut, wir haben gemerkt, dass ich nach dem Geburtstag soll nutzen, wie zu gucken, sind dann die Ziele, die wir uns selber setzen, die wir auch gemäß der EU müssen erreichen. Gehen die dann zu Lützburg aber genug umgesetzt, sind wir on track, wie ihr nicht mehr so schön seht, mit dem, wo wir hinsteuern wollen oder nicht. Und als das Wasserwirtschaftsamt auch an meinem seine Aufgaben überhaupt gerecht zu gehen, so wie das Mist geschehen. Und ich meine, die ganze Parteien dreht sich rundherum, dass wir der Meinung sind, das Wasserwirtschaftsamt gut zwar 20 Jahre, aber es wird aber nicht behandelt, wie wenn es grossjährig schwer von der Politik, gerade so wie für alles eine Wirtschaftspolitik generell. Sie gehen eigentlich ein bisschen als Männerjährig und wir sollen dann anderen Politiken untergeordnet, dass sie sollen gucken, dass sie eins gehen, wie ein bisschen salopp zu sein. Das Wirtschaftsamt hat ein neues Logo gekriegt für 20 Jahre, ein bisschen ein Klassiker. Wir haben also gemerkt, neben so einer Logodiskussion soll die aber nur den Punkt machen. Eben. Und auf hier gucken. Und wir werden hier heute die Situation durchstellen, wie wir sie empfangen am Wasserwirtschaftsbereich. Und auch konkret Propose machen, wo wir meinen, dass substanzielle Reformen nötig müssen sein. Alles das, was wir hier so, und das riecht sich nicht gegen den Engagement von Leuten am Wasserwirtschaftsamt, das ist als wichtig zu betonen. Da sind eine ganze Reihe Leute, die hier ihren engagierten Match machen. Wenn wir durch die, wo wir stehen, leidet das nicht um die Leute, mehr leidet um die Strukturen und um die politischen Prioritäten, die wir zu Lützburg am Block an unseren Ellen falsch setzen. Vielleicht als erstes für den Kontext zu suchen, das Ganze spielt sich auch auf, weil es eine EU-Richtlinie gibt, die geht von 2000, wo man muss einen guten Zustand von den Gewässern erreichen. Wir feiern das an der Broschüre ab, wir müssen den Schutz von allen Sorten von Gewässern sicherstellen. Wir verpflichten uns auch zu der Wiederherstellung von unseren Ökosystemen. Wir verpflichten uns, eine Reduzierung von der Wasserverschmutzung zu machen und den nachhaltigen Gebrauch von unserem wertvollen Gut Wasser sicherzustellen. Alles das kommt von der EU von 2000. Die Märkte, darauf sind das zu Lützburg das Wasserwirtschaftsamt gegründet, gehen sie noch eine Reihe Bewirtschaftungspläne, wie das Wasser zu Lützburg erstellt gehen. Und die toten Ziele, die eben noch von der EU kommen, aber da sind wir aber nur meilenweit weg, für die zu erreichen. Wir wollen hier ein paar Zahlen durchlegen. Die Zahlen stammen natürlich nicht von uns, wie das sind Daten, die das Wasserwirtschaftsamt selber veröffentlicht hat. Denn das Ganze über uns, das ist den Zustand von unserem Bach auf Fluss. Und den Alain fängt vielleicht an, der Rusch ergänzt. D'accord. Ja, da fängt man an mit den Bächen auf Fluss. Das ist so, dass die heiß belastet sind und generell an einem schlechten Zustand sind. Die sieht das im Bild auf der Seite Nummer 5. Du siehst ganz klar, dass als Gewässer das Kind, was dann in gutem Zustand ist, die meisten sind mäßig bis unbefriedigend und sogar bis schlecht. Da geht die weiter auf die biologischen Qualitätskomponenten, respektive die physikalischen oder chemischen Qualitätskomponenten. Und auch die sind äußerst defavorabel. Und du gesagt in dat, was Blanche wieder gesagt hat, effektiv als Gewässer sind in einem allgemeinen schlechten Zustand. Und wir sind dich froh, okay, die letzten 20 Jahre, was haben wir erreicht? Und natürlich nicht genug, und muss noch weiter daran investiert gehen. Also, wird kurz an Zöllen zu suchen, von den ökologischen Zustand von unseren natürlichen Überflächenwasserkörper, wie das so schön nennt, als kein sehr gut.
Das kein eh gut. 51% sind mäßig, 23% sind unbefriedigend und 20% sind schlecht. Ich will nur nicht überdramatisieren, weil die Erde weiß, wie die Prozentsätze Summe gesagt gehen, streng sind, aber trotzdem weiß er aber den dramatischen Problem ab. Wir können nicht so machen, wie wir zu Lützburg. Alles gut wäre. Was willst du etwas ergänzen? Ja, ich meine, muss ich noch feststellen, dass alle guten oberflächliche Gewässer sind mit Pestiziden belascht, alle guten. Die kommen dann teilweise auch schon irgendwie bei Quellen ran. Und das ist natürlich schon für viele keine ganz gute Ausgangsposition für Wasserorganismen. Das heißt von den Pflanzen bis bei Fisch, wobei auch dann Wirbellose wie Insekten, die am Wasser leben, gehen natürlich alle gut aufgrund von diesen Sachen geschädigt. Also dass sich im Moment die eigentlich potenziell zu erwerdende Erdengemeinschaft in einem Berg oder einem Fluss misst sehen, dann verändert und eigentlich mich verschiebt. Das heißt, von den genau einer Arten dran, die viel Männer groß aussprechen und Wasserqualität tun. Und das erlebt natürlich ein ganz partikuläres Rückschluss. Den ökologischen Zustand von Gewässern, also eigentlich von der Sukkasur nicht über Begriff, den sich aufgrund von den einzelnen Zuständen, die lo beschrieben sind, wie physikalisch, chemische Analyse wie biologische Analyse von Gewässer gehen die definiert. Und das ist ein weiterer Faktor, den man spielt, und das ist den von der Morphologie von der Berg. Das heißt, grob gesagt, wie verläuft die Berg, die Fluss, wie sind die Wänder gestaltet, sind du Möglichkeiten, dass du so Stillgewässerzonen sind, stellen sie kleine Stränge, wo man Sauerstoff dran hat. All das geht eben durch die Morphologie von dem Gewässer definiert. Das ist immens wichtig, dass die Berge möglichst natürlich verlaufen. Und die zweite Dinge, wie man spielt, das ist den hydromorphologischen Zustand von dem Gewässer. Das heißt, dass auch der Bergverlauf nicht verbaut durch zum Beispiel Mauern, durch Diegen und so weiter, weil das verhindert im Moment durchgängig geht von der Berg, verhindert also im Moment, dass Organismen rob oder hoch wandern, und verhindert allerdings auch Migration von den Sedimenten durch die, allein die Berg. Und kann ich sagen, das wäre immer so, aber das ist immens wichtig, dass, wie gesagt, sich Organismen können weiter verbreiten, weil sie auch matt responsabel sind für bestimmte Polluants, die in einem Wasser sind, für deren aufzubauen. Und dafür ist es auch immens wichtig, dass die über verschiedene Zuchten von Fließgeschwindigkeiten hat, wo sie bei verschiedenen Organismen installieren, die das merken. Ich denke zum Beispiel, für alle, wie Muscheln. Ja, Muscheln sind ein immens wichtiger Filtereffekt an der Berg, und die erleben, die man denkt, ganz groß Klärung schon von sich aus. Bon, dann wissen wir, dass all die Hydromorphologie und Morphologie natürlich immens Macht spielt. Denkt dann von den Hochwasser- und Ereignissen. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass das Berge renaturiert gehen. An eben als Hochwasserschutz, aber auch als Klimaschutzgrund. Das ist ein wichtiger Aspekt. Voilà. Und du auch im Zöle genannt, also die Bewertung von der Morphologie. Du hast 1% gut, sehr gut, ganz gut, 9% gut, der Rest ist schlecht bis mäßig. Aber bei der Hydromorphologie, du hast überhaupt kein sehr gut, kein gut, mit 66% schlecht. Nach einigen die Zahlen, wie einfach zu weisen, dass Handlungsbedarf besteht, willst du ergänzen? Fehlt das? Okay, dann möchte ich Geschichte ist der Tote, dass du aus der Sicht von Wasser von den Flüssen, wie wir wissen, irgendwie auch nach Trinkwasserquellen, für das Wasser, was wir alle trinken. Und du stellst Nico kurz die Situation durch. Also, ja, wenn wir dann auf Trinkwasser im Land gehen, da gehen wir dann von zwei große Punkte, wo wir hier können, das Zebes, wo dann Überflächewasser abbricht, dann sind das Quellen nach Bohrungen, die auch nach genutzt gehen. Da sind über die letzten Jahre sind
Gerade bei den Quellen aber viele Schutzzonen ausgewiesen gehen, das ist am Anfang gut gemacht. Das Problem, das ich an der Stelle stelle, dass das Loh, wo die Schutzzonen bekannt sind, nach an der Umsetzung von den Mesuren hängt, wird das auch effektiv eine bessere Wasserqualität kreiert. Oben drüber ist die Landwirtschaft, die natürlich hier Aktivitäten hat, und drin kommt Wasser raus. Und hier klappt das wirklich noch nicht gut genug, dass das, was oben abbricht, geht, dass den Quellenbetreiber auch innen weiß, wer das ist. Und ich sage nochmal, oben geht für 1000 Euro Glyphosat oder ähnliches abbricht, an einige Millionen investiert, für drin rauszuholen. Irgendwo klappt das als Gleichgewicht definitiv ein bisschen unglücklich an der Sache. Das ist auch ein parlamentarischer Aufruf, und du hast auch gesagt, zum Beispiel laufen noch 5500 Kubikmeter pro Tag Quellenwasser nicht mehr genutzt, weil sie einfach so belastet sind, dass sie nicht können an Teil gesagt gehen. 5500 Meter Kippfähig, eine Größenordnung zu gehen, dass sie rund 42.000 Leute verbrauchen, 5500 Meter Kippe einen Tag. Wir sind bei einem Verbrauch von 130 Liter Wasser pro Anwohner pro Tag hier im Land, das ist ganz okay. Und wir kommen doch nicht mehr viel weiter rauf, das ist schon auf ganz vielen Plätzen, sind schon Spurmaßnahmen gemacht gehen. Wenn man nicht mehr konsequent aufhängt, Grohwasser zu nutzen oder Drehwasser viel mehr konsequent zu nutzen, als Stier zu Schwammstier dem zu bauen, dann geht es wirklich auch schwer, den Prozentsatz im Ruf zu setzen. Natürlich 5500 Meter gehen direkt Landschleife los, und da gehen eben auch nach Tausende von Kubikmeter getreteiert mit Aktivkohl, mit UV, mit der Schwestentwert, für drin zu Trinkwasser zu machen, für das Leute zu trinken. Da kann noch dabei, dass wir immer ein bisschen der Sache an den laufen, was wir nicht wissen als Versicherer, oder was der Versicherer nicht weiß, was oben drauf geht, da kann man mal nicht wissen, was dem innen sicher geht, weil das hängt an einer Analyse zusammen. Da muss ich konsequent auf die Sicherheit gehen, wissen, wie ein Metaboliten entstehen, für daraus zu kriegen. Und du hast wirklich nach einem großen Handlungsbedarf, dass das ganze Zusammenspiel von dem über der Quelle bis in den anderen der Quelle aus, für das gut lebt und nicht alles auf freiwilliger Basis, sondern so mit der Konsequenz, das muss nur so gemacht werden und so gemacht werden und so gemacht werden, dann da käme ich wirklich nach weiter. Da muss ich so mir holen, die zwei Standbeine, weil ich gesagt habe, Zeewasser und Quellen. Zeewasser ist ein ganz großes Standbein. Das muss auch, das soll dann nach Gräfchen, den Teil soll ein zweites Standbein abgebaut gehen, wo wir auch schon 20 Jahre zu Lützburg drüber schwätzen, wo nach nächsten, wo die Lesung, wo haben wir gesagt, das können wir machen, so oder so oder so. Wir wissen, dass egal was gemacht wird, dass das manchmal 10 Jahre dauert, bis es dann Platz ist, wenn man logisch einen Uferfiltrat von der Mussel holen oder etwas anderes, das ist auch nicht von heute auf mehr da. Das heißt, die nächsten 10 Jahre stehen wir da nachher mal auf dem engen Standbein, wenn auch heißt, der wir nicht darüber nur denken, was kann passieren, sonst müssen sich nach viel mehr akute Sorgen machen. Trinkwasser ist nicht unendlich. Peter, so mal noch kurz. Das ist so, dass Lützburg aufgrund von der EU-Direktiv muss sogenannte Wasserbewirtschaftungspläne erstellen. Ja. Das heißt, du gehst geguckt, wo Stimme haut. Also in anderen die Statistiken, die mir schon gewesen haben, dann erstellt. Und dann wird gesagt, wo wollen wir hinkommen? Oder wo müssen wir hinkommen? Wie den guten Zustand für die Gewässer und so weiter zu erreichen. Das sind die sogenannten Wasserbewirtschaftungspläne. Lützburg hat den dritten. Und das ist noch mal spannend, wenn ihr liest, Plan ist nicht so weit gut, wie noch umgesetzt wird, weil das dann umgesetzt wird vom Zweiten. Aber wenn ihr da guckt, was am dritten Wasserwirtschaftsplan draufsteht, was vom Zweiten umgesetzt wird, dann ist das noch nicht so ermutigend, muss ich sagen. Ich würde sonst ein Beispiel, da steht dann von den hydromorphologischen Maßnahmen, die vorgesehen waren, sind 8% umgesetzt. 8% von einem Plan
Ich meine, da muss ich auch schon mal ein bisschen frustriert sein, weil für seinen eigenen Plan nicht mehr umgesetzt wird. Es sieht bei den Siedlungswasserwirtschaftlichen nicht wesentlich besser aus. Boah, das sieht schon besser aus. Du siehst, von 430 von 1269 umgesetzt gehen. Das heißt, wir gehen aus dem Plan und da stellen wir fest, boah, wir setzen zwar nur einen Teil von den Maßnahmen um, und da gibt es aber keine wirklich Konklusionen daraus gezogen. Oder an Eisen aber weit nicht genug, weil wenn ihr hier guckt, dann geht es da eben den dritten Plan. Und da steht dann Plan selber dran, dass dort in der Matraschen, dass er ein ganz reiz Ziel nicht umgesetzt gehen. Diese ist an den Plan gehen. Boah, kann ich sich nur bald vorstellen, weil das natürlich eine Philosophie, die hat einen Plan sticht, wo ihr selber seht, wir machen zwei Plan, wie wir wissen, er geht nicht umgesetzt. Ohne, dass da gesagt wird, wie musst du konsequent gegensteuert gehen, für das mal als Ziel zu erreichen. Muss ich denken, so, und hier geht es ja nicht irgendein nice to have, von dem Wasserschutz geht, aber es geht ja um den Erhalt von unseren Lebensgrundlagen. Insofern sind die Ziele ja nicht verhandelbar. Nicht nur, boah, okay, das eben nicht gegangen, wie wenn ich, ich weiß nicht, ich etwas, wo eben ich da nice to have was. Es geht um die Substanz, es geht um das wichtige Lebensgrundlage und es geht selber von den Autoren vom Plan gesagt, wenn es zwei Ziele gehen, wir wollen wissen, sie gehen nicht umgesetzt. Muss ich nur sagen, es gibt ein paar Gründe, wie werden sie nicht können umgesetzt gehen, da können sie nicht dafür. Es soll mal, wenn, wie der Nico Orlo gesagt hat, wenn ein Trinkwasserquelle ausgewiesen wird, dann dauert das eine Zeit, bis die Stadt bemerkbar ist, am Trinkwasser, wer rauskommt, weil landwirtschaftliche Maßnahmen getroffen gehen. Oder wenn ein Kläranlage soll gebaut gehen, die erst nicht von heute auf morgen gebaut. Es gibt ein paar Sachen, du leidet einfach natürlich um Zeitfaktor. Aber es gibt aber auch eine ganze Reihe Gründe, du leidet nicht um der Zeit, aber du leidet um der Mursch, die das Wasserwirtschaftsamt hat, und der Rest, die das Wasserwirtschaftsamt hat, und auch andere Akteure am, am Wasserbereich, auch ganz klar, und den politischen Prioritäten. Und da kommen Malo und uns gehabt Propose, wenn wir dann fanden, das muss geändert gehen, an die allererst, und das ist die besonders substanziell, das ist, zu Lützeburg geht nach immer gemacht, wie wir Wasser in unbegrenztem Gut wäre. Und das ist ja da. Am Sommer hier, den hast du von den Kradikülen, dann ist ein bisschen alert rausch. Und grundsätzlich ist aber ein bisschen Stimmung schenken, die hat den Eindruck, wenn du die Pudege hast, dann tut es doch gut am Sommer, aber hier hat es die Schlesungen, und ich denke, geht es schon gut. Dass das Wasser eine begrenzte Ressource ist, wo man auch begrenzt hat, muss man anerkennen, ist nicht genug an den Kopf von den Leuten dran, auch schon nicht von den politischen Akteuren. Bei all den Berechnungen von der Stadt über die Bevölkerungsentwicklung, über die ökonomische Entwicklung vom Land, bei allen Berechnungen, ob denen das Finanzierung von unserem Pensionssystem am Block basiert, gut gemacht, wie wenn die Bevölkerungszahl massiv zuholen, die ökonomische Aktivitäten zuholen, und irgendwo kriegen wir das Wasser schon hier. Und das ist absolut falsch. Du belehren wir uns selber, das kann nicht abgehen. Und es gibt eine Zentralforderung von uns, das ist die, dass in Zukunft nämlich kann so sein, dass politische Decisionen geholt gehen über die Entwicklung vom Land, demografisch, ökonomisch, und dann die Akteure vom Wasserbereich müssen gucken, wie sie aus der Nummer rauskommen, weil das ist nicht an ihrer Murcht, das Wasser ist nicht einmal begrenzt, wie dass sie um vier Felder müssen angebunden gehen und dass sie auch können so, da gibt es Begrenzungen von der Entwicklung vom Land, wo der Wasserverbrauch eine Rolle muss spielen. Wir nennen das Stresstest an unseren Dingen. Wir sollen einen Stresstest gemacht gehen, wo die dort eine frohe Stellung analysiert wird. Ein Beispiel ist, dass nicht geguckt wird, ganz her und her, Google, wir haben ja gesagt, ja, das sind fünf bis 7-10% vom Trinkwasserverbrauch vom Land. Das Wasser ist nicht da, außer es wird irgendeinem einer Wäsche geholfen. Oder man fand eine Solution Miracle. An anderen Betrieben oder Bevölkerungsentwicklungen kommen ja dann auch dabei. Fage war das selbste Problem. Es wird immer gemacht, wir belehren uns selber. Und da ist ein bisschen Aspekt, ich gucke den, alle anderen Kollegen, ob sie das wollen, du zu ergänzen. Nee, das ist klar, das ist das ist. Ich meine, wenn neue Industrien nach Lützeburg kommen,
Dann geht oft den wirtschaftlichen Aspekt geguckt. Man geht nicht geguckt durch die Brille von der Wasserwirtschaft. Für wirklich zu gucken, okay, welchen Impact hat die Industrie auf die Wasserriesen, die wir haben, kann Seebes zum Beispiel überhaupt so viel Wasser liefern. Das ist, wie ist der Impact wirklich von der Industrie, die hineinzukommen, auf die ganze Infrastruktur. Und das ist richtig, wenn ihr guckt, wann Lützeburg weiter wo es soll, da muss man auch mit den Infrastrukturen kommen. Ich stelle aber fest, dass das momentan nicht der Fall ist. Wir hängen nicht mehr an den Drohnen, aber wir kommen wirklich da. Das ist auch eigentlich nicht nur. Der selbe gilt für die Siedlungsentwicklung, Nico. Ja, das ist ein bisschen, was ich gesagt habe. Wenn ein neuer PRP entsteht, dann muss ich auch geguckt gehen. Da kommen 5000 Leute hin. Wird die Kläranlage nach Plätzchen abzuholen, wird Trinkwasserversorgung, wird Netze, wird die Gemeinde, wird dann dran, die nötigen Möglichkeiten für das auch herzustellen. Das geht los. Ich habe besser geguckt, der war am Anfang nicht in Globo, ich habe so punktuell geguckt, oh ja, die OPRP kriegen wir nach hin. Da haben wir da schon drei Jahre drunter geplant tun, die wollen wir dann nicht mehr dann, an Konsequenz mal dran. So, dass das wirklich problematisch ist, sowohl bei der Wasserversorgung, als auch bei den Kläranlagen, wo ich noch muss aufpassen, die haben auch nicht eine ganz begrenzte Möglichkeit, für abzuholen. Und dann haben wir sowieso die 4 Stufen nach überall zu bauen, für dass wir dann noch Medikamente rausholen, also ein Aufwasser, die, also ich meine, das ist kein am Land, die lebt, das sind die der Planung. Und du hast wirklich noch viel zu machen. Und da sind wir da beim zweiten Punkt. Also die Wasserwirtschaftsamt oder die Wasserakteure zu Kur müssen generell an die Planung vom Land angebunden gehen und eben noch, wie die Kollegen auch gefordert haben, an den konkreten Dossier ein richtiges Decisionsbefugnis mitkriegen. Das ist so, dass das Wasserwirtschaftsamt schon halt gefragt wird, um hier Positionen, also sich abbringen sollen, mit einem wirklichen Entschädigungsbefugnis, wie es an Eisenern, bei weitem nicht genug. Wir holen ein Beispiel von dem Landwirtschaftstisch, weil der so schön plakativer, also so, der so gut durchlädt, dass gesagt wird, die Nitratbelastung zu Lützeburg von den Trinkwasserquellen ist hoch. Wir haben ein Pestizideproblem, wie den Nico aufgefordert hat, und so weiter. Da gibt es den Landwirtschaftstisch, wo die Frau gesperrt gehen, wie sitzt nicht da? Das Wirtschaftsamt eisen Informationen noch. Aber die müssten ja aber eh von den entscheidenden Akteuren gehen. Oder wir haben einen Plan über den Plan für die Entwicklung von der Landwirtschaft, vor allem der PDR, das ist nur der Plan, der PSN wird genannt, die Landwirtschaft, wo ein paar Millionen Euro investiert gehen an die Entwicklung von der Landwirtschaft. Wo am Wasserwirtschaftsplan selber steht, wenn da die falschen Akzente gesagt gehen, dann kriegen wir Wasser nicht hin, das Wasser proper zu halten. Wen hat kein Mitspruchrecht beim Plan von der Landwirtschaft? Das Wasserwirtschaftsamt. Das Wasserwirtschaftsamt schlägt lauter Maßnahmen für auf dem Niveau von der Landwirtschaft, was muss geschehen, für das die, gute, dass die Ziele erreicht gehen. So die überhaupt keine Möglichkeiten, das PowerPoint zu der Landwirtschaft oder nur begrenzte Möglichkeiten, das umzusetzen, das anzuklären. Sie sind, wie mir so in bestimmten Bereichen am Block, ein zahnlosen Tiger. Ein anderes Beispiel, das hat Herr Lickes auch selber nur wenig gesagt, Renaturierungen geschehen da pur, Gott sei Dank, auch in der Stadt. Wir bei weitem nicht genug, wie sie sollen. Wie weit, wenn die Proprietär nicht mitmacht, dass das Projekt blockiert. Boah, da kann ich feststellen, dass aber Block bei den Terrasdiskussionen bei immer in den Terrain blockiert. Mittel von der Entdeckung wird bei nie genutzt oder wird nicht genutzt, dass da nie genutzt werden, also Informationen. Nur. Das heißt, die zweite Forderung, das ist, Kompetenzen und Rechte vom Wasserwirtschaftsamt müssen ausgebaut gehen. Es kann nicht sein, dass sie immer müssen gucken, wie sie aus der Nummer rauskommen, aus Decisionen, die arme Akteure holen. Also muss sie viel mehr Mitspruch kriegen bei wichtigen Themenfeldern, wie Landwirtschaft, also weiter, also fort. Auch da gucken die Kollegen, ob es da ergänzen muss. Zu der Renaturierung effektiv muss ich sagen, sie sind nicht mehr schön. Wenn den Petrus guckt oder auch die anderen auch deutlich, da wo sie überall entstehen, wie sie haben auch. Es gibt echt noch einmal einen Lebensraum hier, den an einer nicht renaturierten Berg am Anfang nicht da ist. Aber für effektiven Hochwasserschutz können zu machen, muss auch ein Berg an sich renaturiert sein.
sonst lief der Jahr durch ihren Kanal und bringt den keinen richtigen Höchstwasserschutz fertig oder ganz anders, wie wenn in einem renaturierten Berg hat, die sich ausweiten kann, wo ich ganz proper kann gucken, wo sie sich ausweiten, viel besser wie das sonst der Verlass für die Renaturierungen soll wirklich mehr möglich können kommen, für das die durch das Land hinkriegt. Der nächste Punkt, meinen wir mal vielleicht ein bisschen wie kurz, das ist so, dass der da wo voraussetzt, dass generell Strukturen am Wasserwirtschaftsbereich muss reformiert gehen. Wir sind der Meinung, dass das Wasserwirtschaftsamt mehr Rechte muss kriegen, auch juristische Prozeduren, aber auch nach mehr Leute. Also, wir haben heute geschrieben, weit über 1000 Maßnahmen werden am Wasserbewirtschaftungsplan. Ich wollte mir ein bisschen nachrechnen. Ich meine, es sind über 2000. Ich habe mich nicht getraut, die Zahl zu schreiben. Mit das gigantisch. Das sind, wie sollen die Leute das umsetzen ohne ihre Rechte? Das ist so eine Absurdität. Sie brauchen mehr Mäuen, finanziell, sie brauchen mehr Leute, auch für mehr neue Haut zu kriegen. Und dasselbe spiegelt sich dann an den Gemengen. Du hast eine Vielfalt von Syndikaten. Willst du das vielleicht so nennen? Nein, auch das stimmt. Wir haben heute in Lützburg eine Reihe, sowohl Trinkwassersyndikaten wie auch Hochwassersyndikaten. Und Jüttfried hat sein Personal, seine Direktion. Und auch sein politisches Gremium, und da können die eigentlich hingehen und sagen, soll man da nicht verschiedene Syndikate fusionieren, dann können wir mit eventuell Männerleuten mehr rausziehen, wir sind mehr flexibel, mehr schnell an den Entscheidungen, aber auch für verschiedene Projekte weiterzutreiben. Was denen vielleicht auch noch kann sagen, dass wir drüben geschwärzt gehen, okay, zahnloser Tiger, was das Wasserwirtschaftsamt angeht. Vielleicht können die noch hingehen an dem Wasserwirtschaftsamt mehr vorgehen, an dem ihr seht, hey, kann vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben auf Gemengen. Ich meine, verschiedene Gemengen tun sich halt so schwer, für als Beispiel verschiedene Hochwasserprojekte durchzuboxen. Natürlich haben sie auch eine Reihe anderer Prioritäten, mit dem Gewässerschutz, also aber auch ein wichtiges Komponent, an das, geht heute an, ein Gerät heute auch vergessen hätte. Ich muss nur fragen, über die Kompetenzabteilung ein Geschwätzen zwischen nationalen und kommunalen. Den vierte Punkt, ich meine, schon die Landwirtschaft schon ausgefordert. Ich will sonst noch ein Zitat anhören, auch vom Herrn Lickes an einem Interview. Einerseits sieht man, ohne die Bereitschaft der Bauern werden wir den guten ökologischen Zustand der Gewässer nie erreichen. Aber wir sind als Movement der Meinung, ja, Bereitschaft, das ist wichtig, soll ich mit den Bauern sprechen, partnerschaftlich vorgehen. Mit muss ich aber auch Instrumente haben, wo ich in der Mission die Dote muss umgesetzt gehen, für das wir vorkommen. Ich meine, das finde ich schon ausgefallen. Ich gucke in den Rutsch und den habe ich wieder gerne zu nehmen. Ich meine, bis zur EU-Kommission wissen Sie, was das Problem ist, zuletzt bei der Landwirtschaft. Mehr wie doppelt so viel Nitrat pro Hektar pro Jahr. Wir leiden also wirklich jenseits von allem. Also da muss wirklich etwas geschehen. Dann bei den letzten Punkt, das von unserer Regierung ein bisschen, das Prozeduren verbessern. Weil das muss unbedingt auch im Wasserbereich geschehen, wo Projekte aber auch lang schläfen, weil wir zu viel Doppelkompetenzen haben. Weil man das Prinzip von dem Once-Only, den der Julian Anders hat, der soll ihm gesagt gehen, noch nicht tun. Wir brauchen eine Straffung von der Prozedur, eine Idee, eben einen Koordinator anzustellen, auch am zwischen den Ministerien am Wasserwirtschaftsamt, den die einzelnen Stimmen zusammenfeiert, weil es sind immer eine ganze Reihe wie notwendig für ein Projekt. Und da ist es doch wichtig, dass das ganz mehr performant geht. Es kann nicht sein, dass es jahrelang braucht, bis etwas umgesetzt wird. Wir haben dann auch an unserem Dokument, ich ging nur nicht darum angehen, weil ich meine, man hat schon genug mehr. Der Fokus heute von unserer Pressekonferenz soll wirklich darauf bleiben, wie zu sagen, egal wie ein gutes Maßnahmen wir decidieren, es hapert in der Umsetzung beim nicht unbedingt im guten Willen, nicht in der Motivation von Mitarbeitern vom Wasserwirtschaftsamt oder wo auch immer, mehr es hapert und die Strukturen und Reste vom Wasserbereich und Decisionsprozesse und politischen Entscheidungen. Dafür haben wir an dieser Pressekonferenz gehen wir nicht
weiter darüber an, ob alles das, was muss geschehen, der fand der war hier ein neues Dokument. Ich meine, ein Punkt, den die Kollegen immens im Herz leiten, dass wir brauchen unbedingt mehr Sensibilisierung im Wasserbereich als Diamanten. Wir haben Problematik von den Wasser zu bestimmten Zeiten. Und wir drücken am Sommer, wir müssen etwas mehr unbedingt an unsere Städte und Dörfer, wie das Wassermanagement und so weiter. Da fand die Sachen auch kurz angefordert an unserem Dokument. Wir werden nicht den Fokus, also wenn wir schon lange am Gang sind, gegen Stadlo Silos. Ich gucke nach, was die Kollegen denken, ob ich einen wichtigen Aspekt von uns aus nicht genug behandelt bin. Nee. Vielleicht den, du hast viel geschwärzt, Simplifikation administrativ, ja. Vielleicht, wo das Wasserwirtschaftsamt vielleicht auch ein bisschen wie soll ich so ein Input geben, dass das Digitalisation, für konkret Beispiel zu dienen, die größten Teil von der Korrespondenz, die lebt über traditionelle Kurier. Und da können Sie sich wirklich vorstellen, wir nicht besser gegen eine Plattform, eine digitale Plattform generieren, wo die ganzen Kurierverkehr gegen drüber laufen, wie zum Beispiel, wenn eine Demande Subsidie gefragt wird oder Demande Liquidationen, da geht es für die Subsidie ausbezahlt zu kriegen. Das geht halt alles nach traditionell über Papaya. Das sind oft wegen Saison Telefonsbücher, die angeregt gehen, auf eine fache Ausführung. Und da muss ich sich wirklich vorstellen, man wird da nicht mehr einfach gegen eine Plattform machen, wo alles ablöst. Das ging, wie soll ich sagen, den Trinkwasser, der Aufwassersyndikator, die wir mir einfach machen, mit der AGE aber auch. Als Modese Beispiel. Ein anderes Beispiel ist vielleicht auch die Subsidien, die ausbezahlt gehen, oft geht das an Tranche gemäht. Noch da das sind verwaltungstechnischen Aufwand, weil du musst die Rechnungen dabei lehren. Das heißt, du prüfst das Payment. Auch da das viel Fleißarbeit. Und das können die vielleicht auch an dem Sinn vereinfachen, an dem ihr seht, okay, komm, die kriegt den Subsid ausbezahlt, den Demandeur direkt 80%, und die anderen 20% Moment vom Schandchen, wenn der Kunde angeregt ist, angeregt kauft, aber wenn ihr bewiesen hat, dass die neue Anlage, die gebaut hat, die auch richtig funktioniert. Ja. Okay, dann lassen wir doch für die Frage oder Remarken. Wir schicken hin in Solo, ne? Das, wir hatten für ein Jahr oder so eine Interview mit ihnen, die war auch ganz korrekt. Wir haben eine Meinung Interview mit Herrn Wilmes, da gehen wir ihm das. Das ist auch der nächste Punkt von Mardi de Jeu. Wir werden nur eine Interview mit diesem Dossier freuen. Ne? Eine weitere Interview. Ja. Wir haben uns auch zu Lützburg schon anscheinend. Ja. An zwei Wochen werden eine Pressekonferenz sein zu der Thematik. Wir haben die Analysen rausgegeben, zusammen mit den europäischen Kollegen über die Flüsse und Bergen. Parallel sind nur Analysen gemacht über Trinkwasser. Da kommen die Resultate raus. Und dann zwei Wochen wissen wir mehr und dann werden wir sie veröffentlichen. Sie kommen nur dieser Tisch raus und dann werden wir sie in zwei Wochen veröffentlichen. Wir sind gespannt. Aber blau kommen die Informationen dann nicht genug. Ja. Wie das weiß, die Ewigkeitsschäden, wie Kali, weist eben das ab, was an dem Sinne wirklich wichtig ist, was Nico für die gesagt hat. Wasserwirtschaft lief, das Wasser lief immer der ganze Ding nur, da könnte man eine neue Substanz zu. Also das ist immer so, gedürfen etwas angesagt im Feld und dann zerfällt der Metaboliten, die mehr oder weniger schnell durch den Boden durchsickern. Und die einen kommen dann raus, die anderen bleiben da vielleicht am Sand stehen hängen. Wenn ich nicht weiß, was ich kann, dann weiß ich nicht nur, wer ich noch gucken soll. Und dafür können alle paar Jahre, fünf Jahre, werden die Metallerklor, den du eine große an der Presse war, wo den abgetaucht ist. Und dann geht der immer sich an der Hammer drin, an Loa, den du. Und dann geht nach dem Gesicht, und natürlich haben wir noch immer verschiedene Quellen zeigt. Das ist immens müßig, weil wir als Wasserversorger immens viel mehr gehen
für das Leute, das Wasser sollen trinken. Das immer trinken, das grüne Wasser. Und das werfen uns, all die Dummeldungen werfen uns immer ein bisschen zurück, wo man dann merken, vom Neuen aufhängen. Nee, das ist einfach gut, dann trinken das einfach. Weil du musst dich immer bedenken, alle Liter, die aus dem Grün rauskommt, die dann sich so weit abgedreht, dass das Trinkwasser ist. Das heißt, von den 130 Liter trinken da vielleicht einen davon, der ganz gut sind. Die 121, da waren in einer guten Qualität, die so abgedreht, dass es wirklich gut wirklich gut Wasser ist. Das heißt, dafür sollen sie immer trinken, da wird Grün Wasser. Das ist einfach gut, auch von etwas abtritt, da geht man eben guckt, dass es rauskommt, dann da einfach an der Reihe ist. Also Kollege Schlingsbees, gut wie dann die Klären lernen, dass sie in der Gemüse reißen sich den Arsch ob wie immer um alles rauszuholen, weil du auf den Rang getrunken hast. Und ich meine, normal ist ein Dada aus, dass du darüber auch mehr muss informiert gehen, gell? Weil einfach nee, das, ja, das ist auf den Klären lernen, gut, alles, was dann an Toiletten könnt oder überhaupt generell an den Kanal, könnt ihr irgendwann auf den Klären lernen. Und wir sind, ich hoffe, ich nur fast das Syndikat, wir sind mit Problemen verbunden, wie dass wirklich Toilette nutzt als Pubell. Alles das kann auf der Klärer ruhen, verstopft uns Gerätschaften, Pumpen und so weiter. Und alles das bringt mit sich, dass man muss viel Zeit investieren, für die Pumpe proper zu machen und so weiter. Das spiegelt sich dann noch nur um den Wasserpreis rum, weil die Kassen, die da aufhalten, müssen wir natürlich weiter riechen. Dann ist es natürlich auch so, Klärenlehrer gehen immer mehr performant, dadurch verbrauchen sie immer mehr Energie. Und trotzdem bringt man nicht fertig, alle guten, die Schmutzstoffe, die am Hochwasser sind, für die alle guten rauszuholen. Wir bringen nicht fertig, Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor aufzubauen, für das Gewässer für eine Eutrophierung zu schützen. Par contre, die Langzeitchemikalien, wie die PFAS und so, die, wie genau auch für Mikropolluanten, das ist ein Problem und du kriegst Klären nach, die momentan nicht raus. Du wirst von der vierten Reinigungsstufe geschwärzt, aber auch du musst ihn aufpassen, von dem ganzen Flü von Debi, den durch Klären nach geht, gibt es einen gewissen Prozentsatz späterhin durch die vierte Reinigungsstufe. Das heißt, dass aber noch immer einen gewissen Teil und Aufwasser, der nicht retiert wird und du wirst eben noch immer belascht an Gewässer geht. Und natürlich, wenn die näher drin, sowohl an Oberflächengewässer wie dann auch später hin, tut die auch einen geschlossenen Kreislauf am Wasser, dann eben noch nur am Trinkwasser. Okidoki. Dann, ja, so. Super, vielmals merci dann. Und guten Appetit. Merci.